So, meine Damen und Herren, wir sehen hier einen vollgepackten Corsa. Was bewegt sich da drin? Oh, was ist das? Sag mal. Hi. With full force, Tages. Ne, hier, Dingsbums, Videotagebuch Nummer 1. Wir sind noch daheim, warten jetzt gespannt auf unsere letzte Mitstreiterin, die nicht beikommt. Und ja, Auto ist dezent voll. Und dann würde ich sagen, melden wir uns später nochmal. Tschüss. So, guten Tag. Noch beim ersten Tag. Ja. Wir haben schon 140 Kilometer auf Tacho. 140 Kilometer zu Bus und Vor. Das sind dann noch ungefähr 300. Ja, noch 300 Kilometer. Ankunft ist 14:47 Uhr. Wechselst du auch endlich da? Wechselst du mal die Kamera? Sag mal hallo. Guten Tag, Janik ist auch dabei. Janik ist der Fahrer. Nee. Gar nichts. Hey. Nein, lass uns, ich muss Auto fahren. Der muss Auto fahren, das macht den Unfall noch allein. Naja, Bex ist auf jeden Fall auch angekommen. Ja, aber die Sonne scheint und das alles geil. Wir mussten stundenlang warten, vielleicht sieht man die Sonne hier irgendwie ein bisschen da. Ich kann hier mal rausfilmen, Alter, ne? Ja, Alter. Ja, aber da sieht man nicht. Sonne, scheiße. Ja. Hallo Max. Dies, wir sind auf der Raststätte jetzt. Erster Halt. Bex und Pisse. Pisse-Misse. Ich kann mal schnell eine Rare. Ja, geil. Ich kann mal chillen, weil mein Arsch wird. Meiner gleich. Nicht, aber mein Arsch ist weh. Ja, weil bei Max ist nicht so viel Platz hinten. Aber das ist schon alles ganz cool. Ja, ist schon in Ordnung, da ist so klein. Wir müssen ein bisschen was futtern. Wir müssen jetzt hier rausmachen. Oh, toll, jetzt ja, kann man nichts machen. Toll, Arsch. Gut, Labe. Achso, kommen wir ins Essen überhaupt ran? Achtung, es fällt jetzt alles raus. Nichts fällt raus. Weil wir so geil gepackt haben. Wir sind die besten Packer. Wir sind die besten überhaupt. Hallo Max! Oh, hallo, wir sind da und das ist der dritte Teil von uns, nee, vierte, oder? Das ist egal. Egal, auf jeden Fall weiterer Teil von unserem Videotagebuch. So. Wir sind kurz vorm Forst in Reutschorra, oder wie es heißt. Da eigentlich, aber. Wir stehen im Stau, es dauert bestimmt noch eine Stunde, wie ihr hier seht. Die wollen alle zum Forst. Hinter uns sind sie. 20,5. Vor uns sind sie. Die sind überall. Es ist so warm. Wir sterben. Was sagst du dazu, Bex? Scheiße. Ja. Aber ich muss trinken. Und ich muss pissen. Wir ernähren uns gut mit Eisbären. Ja. Ich denke mal, das wird doch so eine Stunde bis zwei dauern, bis wir am Forst sind. Sah auch schon ziemlich voll aus. Halt deinen Maul, mit dir redet keiner. Ja. Bis wir dann noch die Anfang gefunden haben. Genau, das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber es geht voran, wie ihr seht, langsam, aber sicher Ziel. So, wir melden uns später nochmal, wenn wir auf dem Forst sind. Macht's gut. Meine Damen und Herren, wir sehen den Max im Sonnenlicht. Wir sind jetzt auf dem With Full Force angekommen. Hier, da ist unser Programm. Unsere megaspulen Bändchen, man sieht es ja hier. Ah, oh, mit Glitzer. Glitzer. With Full Force Glitzer. Viele bekloppte Menschen unterwegs. Zu viele bekloppte Menschen. Jetzt erkunden wir mal kurz unseren Platz. Ja, da hast du schon Freunde von uns. Ja, genau. Neue Freunde. Neue Freunde, sag mal hallo. Hallo. Ja, wir müssen erstmal ins Bade gehen. Okay, stark. Stark. Sehr stark. Die Runde und das Feld, das ist ein absolutes Traum. Bierbomb? Kaum. Aber kann ich voll gar nicht, habe ich letztes Mal voll abgereiert. Und es ist ein Traum, es ist ein Traum, es ist ein absoluter Traum. Ein absoluter Traum. Okay, dann melden wir uns, wenn wieder was Spannendes passiert. Ja, später vielleicht beim Halbfinale oder wenn wir das Gelände erkunden. Ja, mal schauen, schauen wir mal. Okay, und dann soll ich sagen, so eine Pussy, ist doch mal weg, Alter. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehme. Ja, du bist, ja, aber wir gehen hin. Scheiße, ist das so. Ja, natürlich gehen wir zum, ja, ist okay, tschüss. Was, natürlich gehen wir? Ja. Wo gehen wir hin, hä? Für deine Mutter. Wo gehen wir hin? Für deine Mutter. Wo gehen wir hin? Auf EM Halbfinale. Mach gut, so, meine Damen und Herren, das ist Tag 2. Das ist korrekt. Und Max ist dabei und wir sind schon gefühlte 10 Stunden wach, obwohl wir 2 Stunden wach sind. Ja, schon ziemlich lange jetzt wach. Sind um 8 Uhr aufgestanden. Ja, ich habe jetzt ziemlich wenig gegessen. Ja.
Bin ihr? Schillerbrot. Steckst du auch dabei? Ja, Mando. So, nachdem wir gestern Abend bis um 2 Uhr nachts gefeiert haben, ist schon Janik war nochmal auf der Partybühne. Ja, dann haben wir halt die Stage gerockt, Alter. Ja, wir haben die Stage gerockt. Ja, heute beginnt der erste Tag. Wir beginnen mit Ice Dead to Kill. Ice Dead to Kill beginnt, damit beginnen wir. Aber es ist noch nicht mal 10 Uhr und ich fühle schon, als wäre es schon 5. Okay, es ist 10 Uhr. 13.30 Uhr macht das Festivalgelände auf. Und dann kannst du erstmal mal ein bisschen Merchandise bei Paragon holen. Und mal schön ein Wichsen, Alter. Und dann schön ein Wichsen, ja. Sieht aus und ich habe heute noch kein Bier getrunken. Kein Gewicht. Das heißt, ich muss gleich erstmal ein Bier trinken. Ja, bringst du mir dann eins mit. Bringst du mir eins mit? Ja, na. Und wir melden uns. Bis später, liebes Tango. Da gibt's. Schön gesagt. Dann hey, hey, ich lande da mal nicht. Nein. Dann ist okay. Yeah. Und jetzt legst du zurück, jetzt legst du zurück und genießt. So fallen lassen. Oder so. Sag hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Kai und ich bin gerade auf dem With Foot Pop Festival in der Nähe von Leipzig bei Löbnitz. Mach hier links, mach hier links, Mann. Das ist Olli. Es ist 12:30 und er hat schon an die 20 Bierbombs geschoben. Ja, so um die 20 könnte es sein. So. Janik ist auch dabei. Janik ist natürlich auch dabei. Ja. Jonas ist dabei und Beck ist natürlich wieder dabei. Und Beck ist auch dabei? Ja. Der Max? Ja. Ja. Warte, warte. Ja, nimm. Auf der U-Bahn. Das nenne ich. Nee. Willst du was sagen? Jungs, wo ist mein Auto? Peter. Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich hab mein Auto verloren. Was ist dein Auto? Und der Nico. Ich hatte jetzt einen Lutschen, ja. Der wird es jetzt auch ganz leicht. Gute Leute, Martin, alle gut drauf. Wir haben 12:30 in einer Stunde geht's los aufs Festivalgelände, um Merch zu holen. Um 3 Uhr beginnt die S-Welt, Ice Night to Kill, wir melden uns dann auch nochmal. Tschö. Los geht's. Tag. Tag. So. Tag 3. Unser Campingplatz. Sieht echt super aus hier. Unser Zelt sieht toll aus. Wir waren heute Morgen wieder ja. Fett vom Gewitter wach geworden, weißt du, weil ich halt so fett gedatet und dann sind wir fett vom Gewitter wach geworden. Und dann sind wir erstmal fett aufgestanden und dann hat auf einmal fett hier der Pavillon so gelegen und dann haben wir gedacht, was geht hier fett ab? Und dann war es aber jetzt so wie jetzt und dann waren wir im See, da hinten im See. Ganz da hinten, riesiger See. War ein Traum, richtig geil. So, wir starten heute mit Eskimo Callboy in den Tag. Danach Texas Judai, wen noch kann, Felix, I Killed the Prom Queen. Echt geil. Ach so, ja, dann so. Komm ich. Das Auto noch auf? Wir melden später nochmal, ja. Ist das Auto auf? Auf! Aha! Guten Tag, kommt hallo! Sind wir noch beim dritten Tag? Ich muss mal vorstellen, mal die Kamera kurz bitte. Dieser Scheiß-Generator. So, unser Campingplatz sieht mittlerweile noch zerstörter aus, wie ihr seht. Richtig krank. Ganz ehrlich. So. Einfach mal hochjagen. Ich habe heute mit Eskimo Callboy angefangen. Hochjagen! Texas in July. Die Scheiße, das interessiert doch keine Sau! Carnifex, I Killed the Prom Queen, Sorrow. Und heute Abend helfen schon. Hey. Und du bist eine kleine Pussy, ich weißt du? Ich bin deine kleine Pussy. Der hat direkt nach Eskimo Cover voll rumgepiemst. Hey, wie geht's dir, du Scheiße? War nur bei Text und Julie ein bisschen dabei. Weißt du, weil er einmal vielleicht ein Minimum einen kleinen Kratzer abbekommt, fängt dann rum zu sagen, hey, ich hab voll auf die Arme gekommen. Ja? Und dann jetzt wünscht er mich wieder. Du bist so eine Hure, ganz ehrlich. Weißt du? Dann, wegen der blöden Bex, die hier auch irgendwo sitzt, die voll die Pussy ist. Schon mal überlegen, wie du zurückkommst.
Saudi Post in die Bags, gell? Mir geht's scheiße, mir wird schwarz vor Augen. Konzentration, sind sie da gerade? Ich weiß jetzt nicht, ich sehe doch echt keine Sau, was da labert. Ja? Gib dir meinen Nagel. Oh, du treibst Sau ohne die Polizei. Klar, und wir sind die Pussys, die rumheulen, ne? Ich hab Ende mit. Alter, jetzt war's noch, verpiss dich. Verpiss dich. Alter. Ich bin angepisst. Das war nichts, weißt du? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Mit Abstand der beste Teil bis jetzt, glaube ich. Leute, es geht hier gerade voll ab. Sturz wieder auf. Was geht denn? Wir gehen unter. Zimmer. Ich will Blitz. Ich will Blitz, ey. Da komm. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, Mann. Das fällt uns auf. Ja, mach zu! Ach du Scheiße! Die Welt geht unter! Alter, ist das abgefahren, Mann! Was ist denn hier los, Mann? Was geht in Feind, Leute? Was geht in? Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Gewette ist Verarschung und der Zelt, Alter, geht dir das noch? Ja, Spacki, der lässt uns erscheinen mit der Rüstung. Boah, ist das schlecht, ey. Oh, Spacki. Lass mal rein. Ja. Lass mal in die Zelt rein, ja. Bevor die wirklich wegfliegen sollen. Zelt, 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 wow! Ich geh nicht aus! Wow! Fuck, Alter! Komm ran, aus. So, meine Damen und Herren, man sieht nicht, aber ich musste noch mal ein Video jetzt machen aus dem Zelt. Da sehen die Licht. Achso, das ist das Kameralicht. Aha. Aber was da war das? Da war das Ding. Und? Alter, ist das heftig, Mann. Also hier geht der in die Party. Hier geht das Wetter echt derbe. Max, sag Max. Ich hab so Angst, Alter. Boah, das ist ja so abgefahren. Das Zelt auf einmal unter Wasser steht. Sind wir jetzt so gern. Warum soll das denn unter Wasser stehen? Guck doch mal. Gib dir mal meine Nachsage. Der ist dann weiter. Oh. Aber wie passiert denn sowas? Alter, war das hell. Boah.